Moin Leute, moin Fritz, schön, dass ihr mit am Start seid. Heute bei einem ganz anderen Video, als es ja sonst auf meinem Kanal zu sehen gibt. Und ihr habt es ja schon im Thumbnail und in der Videobeschreibung gesehen. Ich möchte mich bei Seven vs. Wild bewerben. Und das hier, das ist mein Bewerbungsvideo. Ich habe erste, zweite Staffel verfolgt und in der zweiten Staffel habe ich schon gedacht, boah, das wäre so genial dabei zu sein. Wollte mich auch bewerben, habe aber da keine Zeit gehabt. Und jetzt, dachte ich mir, jetzt passt es eigentlich ganz gut, auch von der Zeit August, September, wo diese Geschichte ablaufen soll, passt es. Denn Leute meines Kanals wissen, ich habe lange, lange Urlaub und dachte mir, Mensch, ja, bewirbst du dich doch mal. Aber bevor es losgeht, möchte ich mich natürlich erstmal vorstellen. Ich bin Ronny, ich bin 43 Jahre alt und ja, komme aus Brandenburg. Und das, was ihr hinter mir seht, das hier ist quasi ja, mein Lebensmittelpunkt, möchte ich mal sagen, denn seit 2 Jahren lebe ich hier im Auto. Angefangen hat das Ganze mit der Corona-Pandemie. Ich brauchte eine Beschäftigung, weil ich meinen Beruf nicht mehr ausarbeiten konnte, denn ich bin Seefahrer und die Schifffahrt, die hat zu dem Zeitpunkt stillgestanden. Also brauchte ich irgendwie eine Beschäftigung und dachte mir, ja, das klingt doch ganz gut, denn eine Wohnung habe ich nicht und das schon seit fast 10 Jahren. Also war das für mich naheliegend, dieses Projekt auf die Beine zu stellen, habe mir einen Transporter gekauft, habe den einmal komplett und selbstständig ausgebaut. Und ja, wie ihr seht, seit 2 Jahren wohne ich hier drin auch Vollzeit. Ausnahmen sind natürlich, wenn ich wieder unterwegs bin, auf dem Schiff und die Weltmeere bereise. Und das mag ich eigentlich. Bin sehr, sehr gerne, sehr viel unterwegs, schaue mir die ganze Welt an und war jetzt als letztes sogar einmal rund um die ganze Welt unterwegs, habe da sehr viel gesehen, Tahiti, Fidschi, Australien, Namibia, Südafrika und ich muss sagen, die Welt ist ein herrlicher Ort und ich liebe es, mich immer wieder selbst herauszufordern. Also ich habe auch schon viele verrückte Dinge gemacht, zum Beispiel habe ich 2-mal am 100-Kilometer-Marsch teilgenommen, leider noch nicht gefinisht. Ich glaube, ich muss dieses Jahr nochmal laufen, es muss ja irgendwann einfach mal funktionieren. Ansonsten, ich bin gerne im Wasser unterwegs, ich gehe gerne Apnoe-Tauchen, auch normales Tauchen, Stand-Up-Paddeln. Es ist einfach hauptsächlich draußen sein, in der Natur sein und ja, wie meine Leute wissen, immer in Bewegung bleiben. Das ist halt ganz wichtig und deswegen denke ich, ist dieses Format ja gar nicht mal so verkehrt für mich. Ich glaube, das wäre nochmal eine ganz neue Herausforderung für mich, denn wie die Leute wissen, ich hasse Kälte und Kanada und die ganze Ecke dort oben um Alaska ist ja jetzt nicht gerade die wärmste. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine neue Herausforderung. Ich habe einmal, habe ich auch draußen im Winter schon geschlafen, um einen Schlafsack einfach zu testen. Habe mich mit Schlafsack in den Schnee gelegt. Auch solche verrückte Sachen passieren dann schon mal bei mir. Und das wäre wirklich mal was, um die Komfortzone noch weiter zu verlassen und noch mehr, ja, sich selbst zu fordern. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffen würde, aber es wäre eine geile Herausforderung und mit einem Teamkameraden, den man nicht kennt, eine absolut spannende Nummer. So, lieber Fritz, eine Aufgabe, die du gestellt hast, war ja, man soll etwas tun, was man noch nie gemacht hat. Und ich habe lange überlegt und ich muss sagen, ich war noch nie im Puff. Also los. Nee, natürlich nicht. Machen wir lieber nicht, können wir hier nicht zeigen. Ich bin aber auch noch nie mit 2 unterschiedlichen Socken aus dem Haus gegangen. Ich bin noch nie, ja, rückwärts durch ein Einkaufszentrum gelaufen. Ich habe noch nie im Handstand was getrunken. Es gibt so viele Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe auch noch nie eine Heizung eingebaut. Mache ich aber übrigens demnächst hier in meinem Van. Aber ich denke mal, das sind alles so Sachen, die so semi-interessant sind. Was ich auch noch nie gemacht habe, ich habe noch nie mein Abendbrotessen auf einem Baum zu mir genommen. Ich glaube, das werde ich jetzt machen. Ich werde mir jetzt einfach einen Baum suchen, ein bisschen was zu essen schnappen und dann essen. Das heißt, wir sehen uns gleich im Baum. Ich glaube, ich habe meinen perfekten Platz für mein Abendessen gefunden und ich bin so, ja, Pi mal Daumen vielleicht, 8 Meter, ja, über dem Boden, direkt am Berg. Keine Angst, ich habe mir einen Baum ausgesucht, der gesund ist, also der knospt noch überall. Muss ich also keine Angst haben, dass hier das ein oder andere abbricht, auch wenn es hier so aussieht. So, Stullenbrettchen, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal eine schöne Bämme, wie man hier bei uns im Osten sagt.
Während ich hier so meine Fleischsalatstulle esse, denke ich darüber nach, wie geil es eigentlich wäre, wenn jemand aus dem Vanlife dabei wäre und sein minimalistisches Vanlife eintauschen würde für einen noch minimalistischeren Lebensstil direkt draußen in der Natur. Also das allein ist für mich schon ziemlich spannend. Das ist so das Wenige oder eins der wenigen, was ich unterwegs, wenn ich auf See bin, tatsächlich immer vermisse. Und zwar so eine richtig schöne Stulle mit Fleischsalat. Aber so einen Fleischsalat haben wir auf dem Schiff selten. Dementsprechend gönne ich mir das hier immer. Ja. Und ich glaube, das wäre auch sowas, was ich irgendwo draußen immer vermissen werde, wenn ich irgendwo im Wald bin und keinen Fleischsalat habe. Das ist schon geil. Das hat schon was. Also kann ich jetzt schon mal Dankeschön sagen für die Anregung, mal was zu probieren, was man noch nie gemacht hat. Also sein Armbrot oben in den Baum zu sich zu nehmen. Irgendwie schön. Okay. So. Natürlich noch ein Tomätchen. Zwar eher Frühstück, aber so ein Ostereichen darf natürlich auch nicht fehlen. Rümmel lassen wir hier. Aber Brettchen nehmen wir wieder mit. Was zum Trinken habe ich natürlich auch am Start, wie es gehört, in Tarnfarbe, dass man mich hier oben im Baum nicht erkennt. Den werde ich mir gleich noch gönnen. Und dann, denke ich mal, soll es das gewesen sein. Ich hoffe, das Video war ansprechend, Fritz und alle anderen, die da draußen jetzt zuschauen. Teilt das auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall beim Fritz ankommt und nicht irgendwo untergeht. Ja. Und alle, die mich schon kennen, ihr wisst Bescheid. Immer schön in Bewegung bleiben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!